Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei einem Infovideo zu Sea of Flames. Und ihr werdet es aus dem Titel schon erkennen können. Beziehungsweise auch aus der letzten Folge, weil das irgendwie ja schon so ein bisschen, sagen wir mal, chaotisch ablief. Philipp ist schuld, deswegen erklärt er jetzt auch alles. Genau, also ich weiß nicht, wie ich das direkt erklären soll. Wir haben im Moment nichts Produktives, sage ich jetzt mal, zu tun in dem Let's Play, zu dritt. Natürlich geht die Monsterfalle noch und so, aber die meisten Dungeons sind ja halt schon abgeklappert. Und daher haben wir uns überlegt, das erstmal stillzulegen, kann man nicht sagen. Nee, wir beenden es. Wir beenden es, ja. Wir beenden das Projekt und fangen dann höchstwahrscheinlich ein neues an. Für was haben wir uns allerdings noch nicht richtig entschieden? Also es wird auf jeden Fall kein Minecraft-Projekt, das können wir so sagen. Also es Minecraft wird jetzt was anderes. Ja, nee, also Minecraft ist so ein bisschen tot. Was jetzt anstelle von Minecraft kommen wird, kann ich pauschal noch nicht sagen. Also ich habe ein bisschen was in Planung, aber muss ich schauen, auch wegen Aufnahme und so und Rendern und Also es ist ein bisschen schwierig, aber kriege ich auch irgendwie in den nächsten Tagen dann nochmal hin, denke ich mal. Ja. Das war's eigentlich soweit. Anstatt von Minecraft oder anderen Parts halt. Oder anderen Multiplayern kommt ja wahrscheinlich auch mein Nether-Projekt dabei zu. Was da halt allerdings nur einmal pro Woche oder so erscheinen wird. Ja. Weil alles gut geht mit der Lizenz und so. Genau. Ja. Müssen wir gucken. Wird eigentlich auch ganz geil, denke ich mal. Und ja, schauen wir mal. So, okay. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei einem neuen Projekt oder bei einem anderen Projekt. Es laufen ja noch nebenher 500.000 andere irgendwie, habe ich so das Gefühl, ich komme auch gar nicht mehr hinterher. Aber gut. Ja, wir sehen uns. Ciao. Okay, tschüss.